Hallo und herzlich willkommen zum nächsten SER, heute über den sogenannten Brummbär. Laut Hillary Doyle ist dieser Panzer niemals Brummbär genannt worden. Wer jetzt sich fragt, wer zum Teufel ist Hillary Doyle, ihr habt echt was verpasst. Besser, ihr solltet echt mal lesen. Doch geht es heute nicht um ihn, es geht um diesen Panzer hier. Ich weiß gar nicht, wie er genau heißt. Ich glaube, dass er ähnliche Designation hat wie die 15 cm SIG auf Selbstfallerfette 2 oder so. Einfach nur, dass das jetzt Selbstfallerfette 4 ist. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Kann auch sein, dass er Sturmpanzerwagen 4 heißt. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Der Sturmpanzer 4, nenne ich mir jetzt einfach mal, hat eine 150mm Kanone, dieselbe wie der Sturmpanzer 2 oder die, dem, wie er jetzt auch immer heißen mag. Ostketten hatte er schon immer, das ist eine Modifikation, die man nicht erst irgendwie noch aktivieren muss. Die kann man auch nicht deaktivieren leider, das finde ich ein bisschen schade. Er hat Seitenschürzen, das ist eine schöne Sache. Er hat 100mm angewinkelt, das ist auch eine schöne Sache. Er hat zwei 50er Platten vorm Getriebe, das ist auch sehr schön. Er ist relativ manövrierfähig, das ist auch sehr schön. Er hat kein MG, das ist ein bisschen schade. Allerdings macht es auch einen kleinen Weak Spot in der Panzerung wett. Also, wenigstens etwas. Um mal kurz vorab zu sagen, wenn ihr in die Seite geschossen werdet, seid ihr Toast. Wenn ihr ins Heck geschossen werdet, seid ihr Toast. Ist euer Fahrer oder euer Schützer tot, seid ihr wohl wahrscheinlich Toast. Warum seid ihr dann Toast, wenn euer Fahrer oder euer Schütze tot ist? Meistens, wenn euch ein Gegner anschießt, wird es meistens auf einer Range sein, wo ihr ihn angehen könnt. Heißt, wenn ihr ihn angehen könnt, kann er euch umfahren. Denn eure Range wird meistens immer nur so plus minus 2 bis 400 Meter betragen. Ich hatte hier und da ein paar Open Maps wie Felder der Normandie, wo ich es mal versucht habe, etwas snipiger anzugehen. Ja, das hat nichts gebracht. Ich habe einen Lucky Hit gemacht, einen Lucky Dreifach-Kill gemacht, wo ich einen T-34 getroffen habe und dann zwei M16s, die mal eben standplatt gemacht habe. Das war was Schönes. Jedoch ist das so eine Sache, die ist eher mehr Glück als Verstand. Wie empfehle ich diesen Panzer zu tarnen, wenn ihr Büsche habt? Möglichst die obere Superstruktur zu tarnen, möglichst auch das Geschützrohr. Man soll von außen nicht wirklich sehen können, dass ihr ein Brummbär seid oder ein Sturmpanzer 4. Man sollte von außen möglichst denken, dass ihr ein gewöhnlicher Panzer 4H oder halt eben ein Befehlspanzer 4J seid. Die 150er penetriert immer noch alles, was sie trifft, solange wie ihr HE benutzt. So richtig schwere Teile wie ein IS-3 und T10M und IS-4 und so weiter sind natürlich immer noch tabu, aber die sind auch nicht auf eurem BR. Die schwersten Leute, die ihr sehen werdet, werden KV-1, KV-2s, KV-85s und Churchill Mark 7 sein. Alle von denen außer den Mark 7 könnt ihr one-shotten, meines Erwissens. Wenn ihr den Mark 7 allerdings unter die Hülle anschießt, das heißt, wenn ihr es schafft, den Boden unter ihn anzuschießen, dann werden die Schrapnelle durch seine Unterwanne hochgejagt werden und werden ihn dadurch one-shotten. Gegen die Turmseite schießen hilft manchmal, allerdings frisst meistens die gesamte Crew, die im Turm sitzt, den Schuss. Und dann müsst ihr ein zweites Mal drauf tappen und in der Zeit, wo ihr nachgeladen habt, habt ihr einen neuen Schützen bekommen. Wie empfehle ich dieses Fahrzeug zu fahren? Ähnlich wie den Sturmpanzer 2, möglichst auf geringem Abstand, möglichst so Sneak Peek machen und ein bisschen Shoot and Scoot. Das heißt, wenn ihr wisst, da vorne hält sich ein Gegner auf, versucht ihn möglichst zu flankieren und drauf zu halten, aber erst auf eine sehr nahe Distanz. Der Gegner wird Feuerintervalle von euch, da die 15 Sekunden dauern, ausnutzen, um euch je nach Kalibergröße 2 bis 3 Mal einen reinzuwürgen. Mir empfehle ich, diesen Panzer auf Stadtkarten zu benutzen oder auf sehr engen Karten, wie beispielsweise Advance to the Rhine, wie hier, oder Schweden. Nehmt euch eine vielbefahrene Straße, die man nicht wirklich gut flanken kann, und stellt euch da rein. Fahrt zu eurem jeweiligen Ziel vor. Und währenddessen der damit überfordert ist, eure 100mm, die angewinkelt sind, zu penetrieren, könnt ihr in Ruhe vorwärts fahren. Dieses Fahrzeug hat auch noch einen Vorteil. Dadurch, dass diese komische Klappe hinten über dem Auspuff ist, sind die Abgase ein bisschen verdeckt. Das ist wunderbar. Das hilft ein bisschen dabei, nicht entdeckt zu werden.
wenn ihr still steht und in der Walachei seid und euch möglichst noch mit schwarzen Dekals so klatscht, dann werdet ihr meistens nicht so einfach gesehen. Zum Abschluss, weil es über diesen Panzer nicht wirklich viel zu sagen hat, kommt hier noch der Preis. Zurücksetzen wird er euch plus minus 1600 bis 2000 Golden Eagles, was so plus minus 20 Euro darstellen dürften. Wenn es euch der Kauf wert ist, natürlich, allerdings werde ich meine persönliche Meinung dazu noch später abgeben. Ich danke euch fürs Zusehen. Morgen kommt vielleicht noch was, zur Not kommt Donnerstag die nächste Folge Uncharted. Eine Rückmeldung darüber, ob das Audio jetzt besser geworden ist oder schlechter, würde mich natürlich immer freuen. Bis dahin, bye bye und auf Wiedergeschauen.